Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy Type-0 HD. Wir sind immer noch in der Hauptstadt von Melitus und haben hier noch ein bisschen Zeit, um die ganze Sache zu erkunden. Allzu viel ist es nicht, gebe ich zu, aber zumindest ein bisschen. Aber ich würde sagen, wir lassen Area jetzt erstmal hier stehen und schauen uns erstmal so ein bisschen um, weil 6 Stunden einfach nicht viel sind und das sind 3 Gesprächspartner. Deswegen will ich mir jetzt erstmal ein bisschen sparen, mit ihr zu reden. Und wir schauen uns erstmal so ein bisschen um, wenn am Ende noch die 2 Stunden übrig sind, können wir gerne noch mit dir reden. Du hast ja Nerven, mich hier so ganz locker anzusprechen. Bis vor kurzem wollten wir uns noch gegenseitig umbringen. Ja, und ich hätte gewonnen. Aber volle Kanne. So, was ich aber noch kurz machen will, ist hier beim Händler gucken. What is it? Ich dachte, ihr könntet unter diesen Umständen jede Art von Hilfe gebrauchen. Das ist alles Nachschub fürs Militär, aber wenn ihr was haben wollt, verkaufe ich es euch. Kann sein, dass ich dafür Ärger bekomme, also erzählt es niemandem. Wenn euch jemand fragt, wisst ihr von nichts. So, schauen wir mal kurz rein. Gut, wunderbar, ich dachte es mir doch. Wir haben hier nämlich die Waffen zum Kaufen, einen Waffenshop. Ich habe nämlich abseits der Aufnahme noch ein paar Missionen wiederholt. Einerseits, um das Level von meinen Hauptcharakteren, also von meiner Hauptgruppe, noch ein bisschen zu erhöhen. Andererseits aber vor allem, um die Verhängnistreffer bei einigen noch auf über 200 zu bringen, sodass die auch jetzt noch die Zusatzwaffe kaufen können. Dann haben wir zum Beispiel für Nein den Venusgesang. Den möchte ich natürlich auch gern kaufen für Angriffskraft 58. Das ist schon was. Nehmen wir. Und der Gebieter für King. Nehmen wir auch. So, das Meisterschwert weiß ich gar nicht. Habe ich das schon mal gekauft? Nee, ne? Nee, okay. Gut, ist nicht so schlimm. Die anderen 3 sind mir jetzt erstmal wichtiger. Für das Meisterschwert, gut, 15.000. Die sollten wir relativ bald mal zusammenkriegen. Hab natürlich auch ein bisschen was an Gil zusammengekriegt, dadurch, dass ich ganz einfach die Mission so oft wiedergespielt habe. Man kriegt ja auch als Belohnung ein paar Gil dazu. So, dann wollen wir die mal kurz ausrüsten, die Waffen bei King. Den Doppelkaliber weg, den Gebieter rein. Und bei Nein die Schimmerlanze weg, dafür den Venusgesang rein. Angriffskraft 145. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Die 3 werden jetzt richtig gut reinhauen. Und wir schauen uns mal ein bisschen hier in der militischen Hauptstadt um. Sektor 0709. Es ist ja ein Traum in dieser Stadt. Wieso gibt es ja eigentlich so viele, mit denen ich ausrufenmäßig reden kann? Naja, egal. Das ist also die militische Hauptstadt. Ja, das hast du gut erkannt, Blitzmerker. Was ist denn das hier für eine seltsame Mauer? Wahrscheinlich militische Kunst oder so, keine Ahnung. Hey, you eat yet? Boy, sag mal, weißt du, aus welcher Richtung ich gekommen bin? Hey! Der Typ ist so ein Traum. Gut, ich gehe erstmal auch an denen vorbei. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich alles einzelne Gespräche sind oder ob da nur ein Gespräch mit irgendeinem Wachmann halt geführt werden muss. Wer weiß. Na, wie sieht's aus, mein Freund? Jackie. Not to give the Empire credit, but this is some town, huh? How do you mean? Well, the Empire doesn't use magic in daily life like we do in the Dominion. But then, how did they build a city like this? They have their MAs in lieu of magic. Well, yeah, I get your point, but still. Before we came here, Queen told me that MAs also use power drawn from the crystal and convert its magic-like properties into energy. Oh. So in a way, you can say this land was built with the power of crystals, just like ours was. Yeah, that does make sense. You and Queen are so smart! Ja, Jackie, du nicht so. Warum braucht man unbedingt Magie, um eine Stadt aufzubauen? Das verstehe ich noch nicht so ganz. Aber gut, was soll's. Ich muss ja sagen, ich finde diese Stadt nicht so schön. Gerade die Gebäude da drüben, die sehen so volle Kanne nach, weiß ich nicht, sozialistischen Bauten aus. Ja, hat so ein bisschen was von DDR-Feeling, wenn ich das so rüberschaue. Gut, egal. Feeling good? Jedes Land erhält Unterstützung von seinem Kristall, richtig? Ja, sieht so aus. Ist ja auch so, bei den Concordiern, die
haben ja die Tiere oder die Tierzähmungen als ihre Spezialität und denen helfen dann eben die Tiere. Weiß ich gar nicht, ob das so mit erwähnt wurde. Ich habe mir abseits der Aufnahme mal die ganzen Annalen des Feuervogels durchgelesen und da stehen allerlei nützliche Informationen drin. Zum Beispiel auch, dass der Kristall von Melitis tatsächlich nicht aus freien Stücken so handelt, sondern kontrolliert wird von Sid Allstein. Der hat, ich glaube, 10 Jahre oder so, bevor das hier passiert alles, also im Jahr 832, hat er den Kaiser abgesetzt, den Kaiser des Kristallstaates Melitis. Und seitdem regiert er halt als Militärregierungskopf sozusagen. Und er kontrolliert auch tatsächlich den Kristall. Yo, bist cool, Cater. Und er kontrolliert auch tatsächlich den Kristall und dessen Willen, sodass er dadurch auch Nimbus unter seiner Kontrolle hat. Aus freien Stücken machen die das nicht. Na Mädels, alles klar bei euch? You okay? Ich hätte nie gedacht, dass es uns mal auf diese Weise nach Ingram verschlagen würde. Gil, for your thoughts? Oh. This is our first time in Militas, right? Yeah. Maybe it's deja vu. I just feel like I know this place. Maybe you saw a picture at the Crystarium. No. I'm not queen. I don't read stuff. You should at least read our mission briefs. Ich bin doch nicht Queen, ich lese doch nicht. Wer macht denn sowas? Hey, how are you doing? Du kannst sagen, was du willst, aber ich habe das ja schon mal gesehen. Oder eher erlebt. Na, da sind wir ja mal gespannt. Die haben ja so einige seltsame Momente im Vergleich zu anderen, ne? Who is that? That's an intel officer. What would a Ruboom intel officer be doing here? I was pondering very much the same thing. Perhaps he too is accompanying the Chancellor. Is something wrong? No, it's nothing. Let's go. Okay. Is that Section 4? Ach, ich finde das immer so schön, die sehr freie Übersetzung bei Final Fantasy immer. Das war schon bei Final Fantasy X so. Ist mein liebstes Beispiel für viel zu freie Übersetzung. Tidus wacht, nachdem er im Meer ohnmächtig geworden ist, auf, sieht die Besaid Aurochs am Strand trainieren, ruft Hey! Und drunter steht als Untertitel Menschen! Ja, so muss das sein! Okay, hier drüben hätten wir 8, mit denen könnte man natürlich reden. Achso, hier ist dann sowieso Schluss. Na, wenn das so ist, dann werde ich hier mal schauen, was sie für einen Auftrag hat, die Concordierin. Und dann reden wir noch mit 8, würde ich sagen. Du musst zur Klasse 0 gehören. Ich habe eine Nachricht von ihrer königlichen Hoheit für dich. Ihre Majestät wünscht, dass du deine Macht beweist. Du sollst dir doch selbst wählen, ob du es wagst, dich dieser Aufgabe zu stellen. Was wirst du tun? Im Auftrag der Königin, steigere die Kraft eines Kadetten der Klasse 0 auf das Maximum und berichte Lady Yuzuki von deinem Erfolg. Steigere die Angriffskraft eines Mitglieds der Klasse 0 auf den höchstmöglichen Wert und beweise ihrer Majestät, dass sie ihre Hoffnungen für die Zukunft zu Recht in euch setzt. Krass. Höchstmöglicher Wert, ich schätze mal 999, oder? Gut, die brauchen wir jetzt natürlich noch nicht annehmen, die Aufgabe. Ich verstehe, dass du die Erwartungen ihrer Majestät so enttäuschen würdest. Wahrscheinlich, entweder wir kommen hierhin zurück, oder das ist dann halt beim Wiederspielen eine Mission, die man angehen könnte. Schon krass, ne? Na gut, reden wir nochmal mit 8 hier. Der hier so hyperaktiv herumtippelt. Warum nicht? This isn't the time to chat. In der Waffenfabrik hatten wir ja schon einigen Ärger. Aber dass man uns jetzt wirklich zwingen würde, in Melitas zu bleiben. Hast du kurz Zeit? Na klar. Wir haben zwar jetzt Waffenstillstand und sowohl der Magistrat als auch der Stabschef sind hier, aber ich komme auf feindlichem Gebiet einfach nicht zur Ruhe. Dieser Lucine Nimbus, gegen den wir in der Waffenfabrik gekämpft haben. Unglaublich, wie stark er ist. Kunmi war einer Lucine des zweiten Zirkels, richtig? Jetzt mussten wir den Unterschied zwischen Lucine des ersten und des zweiten Zirkels am eigenen Leib erfahren.
Immerhin wissen wir nun, womit wir es im Kampf gegen Nimbus aufnehmen müssen. Das ist ein großer Vorteil. Dieser Waffenstillstand wird schließlich nicht ewig anhalten. Okay. Kubo? Es ist soweit. Versammelt euch im Hotel, Kubo. Geht sofort los. Dieser Unterschied zwischen Lucie des ersten und des zweiten Zirkels, ich hab's mir nochmal im Kristarium durchgelesen. Der sieht folgendermaßen aus, und zwar die Lucie des zweiten Zirkels sind in irgendeiner bestimmten Gabe besonders gesegnet, oder mit irgendeiner bestimmten Gabe besonders gesegnet, die eben, ich habe keinen Radar, ich weiß gar nicht, wo ich hier langlaufe, die eben irgendwie zu dem Kristall passt, zu dem Charakter des Kristalls, sind dafür aber nicht so stark. Und im Vergleich dazu die Lucie des ersten Zirkels, die sind eben besonders starke Kämpfer. Und wir haben schon gesehen, bei Militis gibt es Kunmi, die ist eine Lucie des zweiten Zirkels. Ihre Stärke ist halt, dass sie eine Symbiose mit den Maschinen irgendwie eingehen kann. Und Nimbus ist der Lucie des ersten Zirkels. Und auf der Rubrumer Seite gibt es Lord Juyu, der eine Lucie des ersten Zirkels ist. Und oh, ich habe vergessen, wie sie hieß, die Tante in dem Kleid. Die ist eine Lucie des zweiten Zirkels. Ich weiß aber nicht, was ihre Stärke ist, ehrlich gesagt. So, mit den Wachen können wir jetzt nicht mehr reden. Macht aber auch nichts. Ich denke mal, das wird nicht so spannend gewesen sein. Gehen wir lieber nochmal bei Area vorbeischauen. Mal sehen, was es hier noch gibt. Okay, wir werden gar nicht mehr dazu kommen. What's up? There are a lot of soldiers here. And I think they're watching us. Well, of course. I mean, sure, a ceasefire is in place. But to them, having us here is like having rogue MAs on the loose. I guess. Take care of it. What was that? I don't know. To the Concordians? We must be like a dragon without a rider. Yeah. Okay, können wir doch nochmal hier hingehen? Dann schauen wir nämlich wirklich nochmal bei Area vorbei. Wer weiß, was die da gerade miteinander abgesprochen haben. Ich fand mal wieder take good care of it und halte dich an unsere Abmachung, eine sehr freie Übersetzung. Aber gut, was soll's. Help you. Brauchst du etwas? Lern mal richtig frei reden, Mädel. Gott, ich dachte, du hast mal ein bisschen mehr mittlerweile. Na gut, wir verkaufen mal die Waffen, die wir nicht mehr brauchen hier. Auch wenn es dafür nicht sonderlich viel gibt. Aber zumindest ein bisschen können wir da noch rausschlagen an Profit. Hier gibt es ja eigentlich nichts, was wir wirklich verkaufen müssten, oder? Ich meine, gut, sowas wie die Edelpelze, die Eisscherben und so könnte man natürlich verkaufen. Da würde ordentlich Kohle reinkommen. Aber, ach komm, weißt du, was soll ich denn damit? Teilt Aura, teilt Aura in Trance, teilt Protus. Zumindest ein paar davon kann ich ja mal verkaufen. Hier, schaut mal, was das an Kohle gibt. Ist ja Wahnsinn. So, da verkaufen wir hiervon noch, machen wir mal so 19. Und von den Feuerscherben, da können wir mal gut was wegputzen hier. So. Und damit sollten wir dann jetzt auch genug Kohle haben. Moment, was macht die Puderduna eigentlich? Erteilt Freimagie. Egal, mehr brauchen wir jetzt eigentlich gerade nicht. Damit sollten wir jetzt genug Kohle haben. Gut, könnte ich jetzt auch noch alles verkaufen, den Kram, aber lasse ich mal. Um auch noch für Queen die Waffe zu kaufen. Nee, eigentlich gar nicht bei dir, nee. Mit einer Gefechtsübung. Ich könnte bei ihm Gefechtsübungen machen. Das ist ja auch interessant. Nee, will ich gar nicht. Okay, wir kaufen nochmal kurz für Queen die Waffe. Das Meisterschwert. So. Und damit haben wir jetzt schon 4 Charaktere, die eine richtig gute Waffe tragen. Eine richtig gute Waffe. So, 139 Angriffskraft. Sauber. Gefällt mir gut. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal wieder ins Hotel hinein. Die anderen Ruhebrummer Kadetten sind schon wieder im Hotel. Willst du auch zurückkehren? Ja, ich habe ja nicht mehr viel zu tun. Lass reingehen. The robin has returned to the nest. I repeat, the robin has returned to the nest.
jammer? An Imperial attack? As I suspected, we've been sitting in their trap this whole time. You see... Not now, Trey! Run! The Chancellor and Krasimir! Whoa! Alter! Visual! Seize them all! Run for it! Was geht denn hier ab? If we stay here, we'll suffer the same fate. Let's move on. Da knallen die einfach Area ab. Ich glaube, es hackt. Was geht denn hier los? Meine Güte. Na gut, okay. Dann lass uns mal in den Kampf gehen, würde ich sagen. Ne? Ausrüstung sollte soweit in Ordnung sein. Ich nehme mal die Esper als Spezialform. Zwar Ifrit und die übliche Gruppe Seven, King und Nine, die gehen ja jetzt alle drei richtig ab. Ich glaube, wir müssen mal ein paar Militen verprügeln gehen und zwar so richtig hart ins Gesicht. Unterstützung durch die Akademie? Nö, verzichten wir drauf. Ab geht's. You are authorized to use firearms. Exterminate the targets. Na komm. Ihr kleinen Bastarde, ich glaube, es hackt. So you mean we fell right into their trap? I knew we couldn't trust the Empire. Yeah. I'll just have to tear everything apart. Welche Falle eigentlich? Wir hatten doch gar keine Wahl. Ich meine, eine Falle ist doch eigentlich was, wo man aus freien Stücken hineinläuft, weil man sie nicht kommen sieht, oder? Das ist doch keine Falle gewesen. Wir hatten doch gar keine Chance, irgendwo anders hinzugehen. Na? Du kleine Bitch, du. Und da war die Musik weg mit einem Schlag. Okay, auch interessant. Ich schau mal kurz, durchsuche die Umgebung und bringe zwei Gästebücher in deinen Besitz. Okay. Nein, ich verzichte mal drauf. Auf die SO, aber ich werde trotzdem mit nach den Gästebüchern suchen, glaube ich. Da geht die Musik auch schon wieder los. Lass mal kurz schauen, hier drüben haben wir doch schon sowas liegen, glaube ich. Aber erstmal kümmern wir uns hier um die Leute. So, wir wollen ja nicht gestört werden hier. Achso, dann muss ich von der anderen Seite wahrscheinlich ran. Na gut. Bleib doch mal stehen, spiel doch ein bisschen mit mir. Nicht so hektisch immer. Okay, jetzt können wir auch gemütlich hier runtergehen und das Ding einsammeln hier. Gästebuch und wahrscheinlich noch ein Gästebuch. Natürlich, die SO wäre so einfach zu erfüllen gewesen, aber das weiß er ja vorher nicht. Ehrlich gesagt, will ich da nicht riskieren, dass einer drauf geht bei mir. So, sind wir wieder am Eingang. Das heißt, wir dürfen uns jetzt durch die komplette militische Hauptstadt kloppen. Das ist eine gute Idee. Das finde ich total positiv. Lass mal bitte speichern. Könnte nicht schaden. Okay. Das kann ja heiter werden. Und ich habe irgendwie den ganz dummen Verdacht, dass Militis und Concordia da unter einer Decke stecken und uns irgendwie blöd kommen wollen. Schauen wir doch mal. We're surrounded. Take cover. So, dich krieg ich. Damit wäre schon mal wieder Ruhe. Wo kommt jetzt eigentlich der Schneesturm her? War nicht gerade noch schönes Wetter gewesen? Ach, Mann. Das ging schnell. Komm, ich verprügel die einfach mal. Das ist das Schöne, wenn der Offizier stirbt, dann gehen die anderen auch relativ schnell. Also dann kann man sie noch hops nehmen, bevor sie flüchten und sich dann ergeben. So, ziehen wir mal weiter. Wie sieht's denn aus kartenmäßig? Ich will mal kurz schauen. 1 von 5, die Navi-Karte. Na, das wird ja geil. Okay, schauen wir einfach mal, wie lange das geht hier. Ich denke mal, die Hauptstadt wird auch nicht klein sein. Hey, du Penner. Bleib mal stehen hier. Komm, bleib hier. Spiel mit mir. Hallo? Kollege? Wo gehst du hin? Hier spielt die Musik. Er hat sich aus dem Staub gemacht. Natürlich. Hätte ich das gewusst, hätte ich ihn auch totgehauen. What will you do with me? Na gut, was soll's. Wir sammeln mal ein bisschen. Oh, sorry.
War nicht mein Ansinnen. I'm ready for the end. So, wir können sie ja eh nicht mehr schlagen. Gut, lass mal weitergehen. Dass sie hier feige abhauen und das in ihrer eigenen Stadt. Tse, die trauen sich was.